Ich habe gehört, dass du schon als Teenager spektakuläre Entdeckungen gemacht hast. Ja, ich kann nicht klagen. Ne? Was war denn das für eine Entdeckung? Ja, so die allererste Entdeckung meiner Klutertöne, das war im Prinzip, ja, ich sag mal so 79, da sind wir durch so einen Nasensiphon getaucht. Also da muss Nasensiphon heißt, man muss sich dann also rückwärts ins Wasser legen, sodass also die Nase nur rausguckt aus dem Luftspalt. Und dann musste man sich da so durchtreiben lassen und dahinter ging es dann 30 Meter weiter. Das war in der Klutertöne damals ganz toll und die erste Entdeckung. Ne? Und ja, da hat man dann Blut geleckt. Ne? Damals noch nicht mit Neopren, so wie heute als Weichei, sondern mit langer Unterhose und Wollpulli, ne? Im Wasser. Das Wasser hat so 8 Grad. Oh. Ja, und dann ging das los. Wenn man einmal so, sag ich mal, diesen Virus hat, ne? Diesen Virus Neuentdeckung, ne? Das ist ja so der geilste Kick, den du dir holen kannst eigentlich. Ne? Also, dass wenn du wirklich, sag ich jetzt mal, du gräbst und dann stößt deine Brechstange ins Leere und dann guckst du durch so ein Loch und sie sind schwarz und du weißt, wenn du da reingehst, du bist der erste Mensch da drin. Ne? Das krass. Ist das Geilste überhaupt. Ne? Du hast sogar in der Höhle geheiratet, habe ich gelesen. Stimmt das? Richtig, genau. In der Klutertöne. Meine Frau war so semi begeistert. Na, kann ich mir vorstellen. Ich kann das nachvollziehen. Und ich bin... Das Schlimmste war aber dann beim Rausgehen, ich bin leidenschaftlicher Quadfahrer, ne? Also eigentlich fahre ich immer nur Quad, es sei denn, ich bin mit meiner Frau und meinen Kindern unterwegs. Und wir sind dann mit dem Auto zur Höhle gekommen und als wir dann raus waren, da hatten meine Leute dann das Auto weggefahren und es stand nur ein Quad mit einem Anhänger da. Mit so Lehnsofas, ne? Also solche alten Plüschsofas dann auf dem Anhänger drauf. Da sind wir dann zum Hochzeitsrestaurant gefahren, ne? Wahnsinn. Fand ich jetzt nicht ganz so toll, glaube ich. Ich würde gerade noch mal auf die Geschichte zurück mit diesem, wie nennt sich das immer, mit der Nase hochtauchen? Nasensiphon. Genau. Hat man da wirklich gar keine Bedenken, das zu tun? Also wenn ich das so höre, ja, kriege ich jetzt schon Angst. Bleiben. Also wenn man anfängt zu zappeln, dann schwappt das Wasser und dann kriegt man es in die Nase. Ne? Also man braucht schon ein bisschen Nerven. Ne? Das ist so. Musst du so tauchen? Mit seinen Aufgaben. Aha. Musst du so tauchen, weil nach oben irgendwie kein Platz ist? Oder ja, du kannst genau. Achso, okay. Also die Decke, ein Siphon heißt eigentlich, dass die Decke bis unter den Wasserspiegel geht. Und Nasensiphon ist halt, da sind dann so 5 cm Luft oder so, was man sich so praktisch im Liegen rückwärts oder durchdriften kann. Also mit Klaustrophobie ist ja offensichtlich kein Problem. Ich habe gesehen, nee. In der Galileo-Dokumentation, ja. In der Heilenbecker Höhle, die ja. Hast du mit 19 Jahren entdeckt. Genau. Der Einstieg alleine, der schnürt mir als Klaustrophobiker schon absolut die Luft ab. Also diese Dame von Galileo, die ist da kopfüber reingetaucht in diesen ja. Eingang und da, nur so kommst du auch da rein, glaube ich, mit Armen ja. Nach vorne und ja, ja. Da ist wirklich nur also so ist, Platz. Ja, und es ist ja jetzt größer gemacht worden schon, als wir die entdeckt haben 1983. Da haben wir den praktisch aufgemeißelt, den Eingang, und dann haben mich 2 an den Füßen festgehalten und ich habe dann kopfüber da unten Steine in den Sack getan und dann haben die mich wieder rausgezogen und ich habe den Sack rausgezogen, weil es unten eben zugeschüttet war noch. Ne? Als es dann so breit war, dass man dann da durchkam, dann bin ich dann da durch und dann ist nach 10 Metern, tust du den Kopf hoch und bist plötzlich in einer Riesenhöhle und das ist dann, ja... Geile Entdeckung, Jahrhundertentdeckung, allerdings im letzten Jahrhundert. Dann haben wir ja immer so aus Spaß gesagt, ne? Uns fehlt dieses Jahrhundert noch eine Entdeckung, weil wir haben ja das Glück, in 2 Jahrhunderten zu leben. Ne? Ja, stimmt. Und Halleluja, ja, man muss es wirklich sagen, wir haben jetzt mit dem Wind auch noch doppelt und dreifach draufgelegt. Ne? Also Heilenbecker hatte 4 Kilometer Ganglänge, jetzt hat Wind noch 8,5 Kilometer, ne? Und diese Riesenkristalle sind natürlich einmalig. Ne? Ja, habt ihr ja vielleicht auch gesehen. Genau, im Windloch sind diese Riesenkristalle, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Genau. Wenn du durch so einen Schacht kriegst, also wie gesagt, also mir stellen sich alle Haare auf. Also ich war auch schon in Höhlen. Hier, ich bin ein Oberfranke. Bei uns gibt es auch Höhlen. Ja. Aber die sind gemütlich, begehbar, sage ich mal. Also alles cool, alles human. Aber kopfüber so einen Gang rein, also ich würde sterben. Was, bist du schon mal stecken geblieben? Ja, bin ich auch schon mal. Wenn man jung ist, ist man ja noch so ein bisschen impulsiver. Jetzt ist man ja, ich bin jetzt 59 und ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen schon altes Eisen, sage ich mal, obwohl ich immer noch vorne mit dabei bin. Aber
als ich so 18, 19 war, ja, da gab es so eine Stelle in der Rentropshöhle, das ist auch eine Höhle in Ennepetal, und da haben wir den ganzen Tag gemeißelt. Damals musste das alles noch von Hand gehen, mit Hammer und Meißel. Und Kalkstein ist extrem hart. Ne? Und dann ging das nicht, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, pass auf, ich lege mich jetzt in die Spalte, und immer wenn ich ausatme, dann tretet ihr mich mit den Füßen weiter rein. Oh Gott. Und ja. Ernsthaft? Ja, sicher, gesagt, getan. Ne? Und dann kam die Fortsetzung in Anführungsstrichen, ne? Und die ging gar nicht nach geradeaus, und das war nur noch ein Loch im Boden. Und da ich jetzt schlecht zurück konnte, wäre vielleicht irgendwie gegangen, bin ich dann kopfüber in dieses Loch runter, ohne zu wissen, was da drunter ist. Und dann wurde das immer breiter nach unten, sodass ich dann praktisch im Kopf stand, so eine Kluft runterklettern musste. Und das Ding heißt deshalb Kopfüberkluft heute. Wahnsinn. Gab es auch mal so einen Gang, der dann auch enger wurde statt breiter? Ja, sicher, gibt es auch. Ne? Also es gibt natürlich nicht hinter jeder Engstelle findest du was, und vor allen Dingen nicht alles ist menschengerecht, ne? Weil Höhle ist vom Wasser für Wasser gemacht und nicht von Wasser für Menschen gemacht. Ne? Das heißt, der Höhle ist es scheißegal. Ne? Also wenn da Unmengen von Wasser durchfließen können zum Beispiel, ne, dann kann das 2x2 Meter haben, das wäre jetzt nett für uns Menschen, aber es kann auch 10 Meter hoch sein und 5 Zentimeter breit, da kommen wir da halt nicht mehr durch. Und wusstest du, was da unten, du wusstest nicht, was da unten ist, oder? Als du da, also ja, natürlich nicht. Hätte ich das wäre ja keine Neuentdeckung. Ne? Also wenn ich wüsste, was dahinter wäre, dann wäre es ja keine Neuentdeckung. Ne? Also, klar, aber ja. Ich meine, einige nennen es Abenteuerlust, ich nenne es Lebensgefahr. Wenn du ja, das ist aber wieder typisch deutsch. Ne? Also das Gefährlichste an der Höhle, kann ich statistisch beweisen, ist die Fahrt mit dem Auto zum Höhleneingang. Ja. Das ist statistisch wirklich so. Der einzige Tote im Sauerland hier, den wir in der Höhlenforschung hatten, der ist beim Autounfall und auf der Fahrt zur Höhle verunglückt. Oh Gott. Ich kann mich erinnern an, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, es war ja relativ präsent in den Medien, dass so ein junger Kerl in der Höhle stecken geblieben ist und da auch gestorben ist. Ja. Kopfüber, ne? Ist der stecken geblieben? Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ist schon länger her auch. Also es gab mal so eine Sache mit so einem Kind, ne? In so einer Brunnenspalte war das in Italien. Ne? Das ist da in so eine Brunnenspalte gefallen, und das ist natürlich schon schwierig, weil da keiner hinterher kam, ne? Weil so Kinder natürlich viel, viel kleiner sind. Und dann haben sie versucht, die da rauszuziehen. Das ging aber nicht, weil alles fitschig und schlammig war. Und dann selbst mit einer Handschelle ging das irgendwie nicht, das Kind da rauszuziehen. Und das ist dann gestorben. Ja, sicher, es gibt natürlich immer, weißt du, ja, wenn ich jetzt Quad fahre, ist das auch gefährlich. Ne? Ich war bei der Bundeswehr Fallschirmjäger, das ist auch gefährlich. Ne? Wir waren in Syrien, das ist auch gefährlich. Und wir waren in Kambodscha direkt nach den Roten Khmer, als alles vermint war, da war das auch gefährlich. Ne? Ja, siehst du. Wie, blöde Frage vielleicht, wie riecht es denn in einer Höhle? Jede Höhle riecht anders. Und zwar ist das die Zusammensetzung der Luft mit Bakterien, ne, mit dem unterschiedlichen Gestein, mit Lehm oder Humus oder so. Also du kannst sagen, man könnte bei, also wenn man es richtig drauf hätte, könnte man bei Wetten, das mitmachen und sagen, ich kann Höhlen nach dem Geruch erkennen. Ja. Also übertrieben jetzt, ne? Aber siehst du. Und was entdeckst du auch? Ja, was lebt denn in so einer Höhle? In den verschiedenen Höhlen? Ja, also Höhlen sind eigentlich, bei uns gibt es keine echten Höhlentiere. Höhlen sind im Prinzip Schaufenster ins Grundwasser. Ne? Und im Grundwasser oder im Kluftbereich, da haben wir halt Tiere, die sind ganz speziell angepasst an das Leben in absoluter Dunkelheit, mit ganz, ganz wenig Nahrung. Das heißt, die haben also, es gibt da einer der größeren Tiere ist also der Höhlenflohkrebs, Iphagus und so weiter. Die haben also praktisch keine Pigmente, keine Augen, logisch, Pigmente brauchen sie nicht, weil kein Sonnenlicht da unten ist, und Augen brauchen sie nicht, weil sie nicht sehen können. Dafür haben sie hochentwickelte Tast- und Geruchssinne. Aber es ist halt ein Scheißleben, ne? Weil du musst mit ganz wenig Nahrung auskommen da. Ne? Mhm.
Und dann gibt es noch so, was die Leute eigentlich so hauptsächlich mit Höhle verbinden. Das sind Fledermäuse. Das sind aber eigentlich keine echten Höhlentiere, sondern das sind eigentlich höhlenliebende Tiere. Das heißt, die könnten in Höhlen nicht überleben. Das heißt, zum Jagen, zur Nahrungsaufnahme müssen die rausfliegen. Und die, für die ist praktisch Höhle nur, ja, ich sag mal, Unterschlupf, Winterquartier, Wochenstube, ja, Partnerbörse, ne, was immer man so sagen will. Ne? Mhm. Wie ist denn das, wenn du jetzt eine Höhle entdeckst zum ersten Mal und du gehst dort rein, nimmst du dann direkt auch Proben mit? Erdproben, Kristallproben, oder ist es wirklich, dass du erstmal gar nichts anfassen darfst und da müssen dann Profis mit? Wie läuft das ab? Also wir sind ja die Profis. Ne? Ja, also ich meine jetzt so extra, ne, die sich mit Biologie da irgendwelche... Also ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, also wenn ich jetzt das Windloch mal als Beispiel nehme, und das war auch bei der Heilenbecker Höhle so, dann ist das so, dass man im Prinzip am Anfang du taumelst eigentlich nicht durch diese Gänge durch, sondern du versuchst so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Weil du musst dir vorstellen, das ist Hunderttausende von Jahren, ist da kein Mensch gewesen. Mhm. Die erste Spur, die du machst, die bleibt für immer. Ne? Es gibt also aus Frankreich, gibt es nicht überall, klar, es gibt, wenn die Höhle überflutet wird, dann gehen die Spuren auch wieder weg. Ne? Aber in Höhlen, wo eigentlich kein Wassereinfluss mehr ist, da bleiben diese Spuren recht lang, Jahrhunderte, Jahrzehntausend. Es gibt also in Frankreich, gibt es zum Beispiel eine Grotte, da gibt es also Spuren von einer Frau und einem Mädchen, ein Steinzeitmädchen und Steinzeitfrau aus der Altsteinzeit, die über so einen matschigen Boden gegangen sind und die Spuren sind heute noch zu sehen. Wow. Interessant. Ne, 30.000 Jahre alt oder so. Ne? Ja. Sehr interessant. Und da muss man also sehr aufpassen, deshalb flattern wir praktisch dann diese Trassen aus, um so wenig wie möglich kaputt zu machen. Und dann ist es so, wir sind natürlich die Fachleute für Höhle, das heißt, diese Basisforschung, die machen wir, also Dokumentation, Vermessung, Speleogenese, also wie ist diese Höhle entstanden, Fossilien teilweise. Aber wir haben dann also einen großen Verteiler, einen großen Freundeskreis von Universitäten, geologischer Dienst etc., wo wir dann zurückgreifen können und wo wir dann praktisch solche, ja, wie will ich mal sagen, so Forschungsprojekte anstoßen. Das Besondere ist bei uns nur, das kommt nicht von der Uni und wir dürfen mit, sondern das ist hier genau andersrum. Wir laden die ein und die dürfen mit. Ah, okay. Das haben wir uns in den Jahrzehnten erkämpft. Ne? Und das ist so, in Franken ist das nicht so. Ne? Da sind die Höhlenforscher oft hinten dran, ne? Weil sie oft im Geheimen forschen. Dann wird nie was gesagt. Ne? Geheimprojekt 007. Das führt aber letztendlich dazu, dass wenn dann mal wirklich Wissenschaftler gebraucht werden, keine an Höhlenforscher denken. Warst du schon ab und zu in Franken unterwegs? Ja, wir sind früher auch öfters mal in Franken gewesen. Ne? In diesem typischen, ja, großen, kaputtgeklopften, verwüsteten Löchern. Ja. wo natürlich das ganz anders ist als im Sauerland. Ne? Hier das Sauerland wird als sogenannter Schlüsselkarst bezeichnet. Ne? Also Karst ist also die Landschaft, wo Höhlen drin sind, und Schlüsselkarst deshalb, weil hier alle Höhlen verschlossen sind. Mhm. Ne, also allein der Arbeitskreis hat in seinem Arbeitsgebiet, das ist also das Bergische Land und das westliche Sauerland, Verträge abgeschlossen mit den Landkreisen und mit den Kommunen, flächendeckend, sodass wir also jetzt das nicht als Hobby machen, sondern wir machen das praktisch im offiziellen Auftrag für die Behörden. Wir haben hoheitliche Aufgaben übernommen, dass war mein erster Coup 1990. Da habe ich 3 Jahre lang gekämpft um diesen ersten Vertrag, damals mit der Stadt Hagen. Aber es gab den deutschlandweit nicht. Ne? Und als wir den ersten Vertrag dann hatten, nach 3 Jahren Gezerre, dann ist das andere wie so ein Dominoeffekt. Ne? Dann gab es das und dann war das alles kein Problem mehr. Ne? Und das ist bei uns, steht also Naturschutz extrem im Vordergrund. Das heißt, wenn du eine neue Höhle hast und du lässt die offen, ist die innerhalb weniger Tage, weniger Wochen komplett zerstört. Mhm. Das war früher so. Ne? Bestes Beispiel, sage ich immer, ist zu mir in Ennepetal die Bismarckhöhle, 1881 entdeckt beim Bahnbau. Der damalige Ingenieur war ein weitblickender Mensch. Der hat gesagt, oh, voller Tropfsteine, lass uns das Ding mal zuschütten, damit da keiner reingeht. In der Nacht sind die Nachbarn gekommen und haben das aufgegraben und alles kurz und klein geschlagen. Anderes Beispiel aus direkt unserer Zeit, so Ende der 80er Jahre, ist also in Attendorn, also nicht unsere Region, weiter im Sauerland,
ist also bei Kanalbauarbeiten am Wochenende eine wunderschöne Höhle eingeschnitten worden. Da waren so viele Kerzenstalaktiten, das müsst ihr euch vorstellen, sieht aus wie so ganz dünne Kerzen, die so 1,5 Meter hoch waren in diesem Falle. Du konntest fast gar nicht durch diese Halle gehen. Und am Montag war alles zerstört, ne? Obwohl das mitten in einem gut situierten Einfamilienhaus-Siedlungsbereich lag, ne? Und es keine Pressemitteilung darüber gab, ne? Wahnsinn. Also man kann Höhlen nicht offen lassen. Und wenn man sie offen lässt, dann sehen sie halt so aus wie in Franken. Und also ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich weiß, dass es wahnsinnig lange dauert, bis sowas auch nur irgendwie einen Zentimeter wächst. Ja, das ist so. Ja, ja, klar. Also das ist, also man kann jetzt, in Schauhöhlen wird ja oft gelogen, ne? Da wird dann gesagt, das ist unser Millionär, ne? Der wächst in einem Jahr 1 Millimeter. Das ist natürlich Blödsinn, weil Tropfsteine wachsen immer unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie feucht das Jahr ist, wie hoch die Temperatur, je höher die Temperatur, je mehr Kalk kann gelöst werden und dann hinterher auch abgelagert werden und so weiter, sodass man also nicht sagen kann, der Tropfstein wächst jetzt 1 Millimeter im Jahr. Aber es dauert endlos lange. Aber das ist eben das Verheerende daran, Tropfsteine, dadurch, dass sie so endlos langsam wachsen, archivieren zum Beispiel alles oder unheimlich viele Sachen, zum Beispiel Klima, ne, zum Beispiel Vegetation, ne, sind also Klimaarchive. Ne. Man kann die mit Urantorium, kann man die auch datieren, ne, und weiß dann, wie das Klima in den letzten 100.000 Jahren war. Ne. Nur wenn es kaputt ist, dann ist es kaputt. Ne. Ja. Das ist natürlich verheerend und deshalb haben wir im Sauerland, Bergischen Land hier den Weg gewählt, alles zu verschließen, was wir auch entdecken, weil ich habe die feste Überzeugung, wer die Gnade hat, große Höhlen zu entdecken, der hat auch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sie zu schützen. Wurden denn solche Schlösser oder so auch schon mal aufgeknackt und wirklich eingebrochen? Ja, sicher. Also ja. Das ist ja wie bei der Sparkasse, ne? Also es gibt immer Leute, es gibt eine ganze Menge Leute, die da Begehrlichkeiten haben, vom Bernsteinzimmer angefangen, über Lost Places, über was weiß ich nicht alles. Ne? Aber als Laie würde ich mich doch niemals in so ein Loch stürzen, das aufmachen und da einfach mal rein. Also es ist ja, so unvorstellbar. Es gibt eine relativ militante Szene, ne? Also sind natürlich nicht alle, ne? Die zum Glück überwiegend im Bergbau hausen, ne? Aber da werden also ganz massiv auch Sprengungen durchgeführt und solche. Wahnsinn. Also Idioten gibt es vor allem. Krass. Dabei haben wir die Höhlen nicht verschlossen, um zu sagen, so, da darf jetzt kein anderer rein, sondern mit uns kann da jederzeit einer rein. Wir sind ein offener Verein, also wir haben in den letzten, gerade in der Corona-Zeit, haben wir, 40 neue Mitglieder gekriegt. Ah, Daniel, also, wie wär's? Einmal in eine Höhle klettern. Weil wir praktisch aktiv geblieben sind, ne? Das ist so. Ne? Mhm. Ich müsste mich Weihnachten mit dem Essen so zusammenreißen. Nee. Also das kann nicht sein, weil ich wiege 96 Kilo und bin 1,86 groß. Gut. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben für dich, Daniel. Tja, jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Ich habe wahnsinnige Platzangst. Weil ich auf dich gekommen bin und natürlich haben wir dann viel recherchiert und geguckt und Videos geguckt. Ich bin natürlich auf andere Videos gestoßen von unbekannten Leuten, sage ich mal, die in Höhlen reingehen und die sind durch Gänge durch. Ich konnte gar nicht zugucken. Da schnürt es mir die Luft ab, wenn ich da zugucke, dass die auf dem Rücken liegend, aber schräg nach unten, im Kopf voran, irgendwo durchroppen mit den Schultern und die Nase schon fast irgendwie gegen den Felsen kommt, ja. Ich drehe schon durch, wenn ich, ich war letztens im MRT gelegen. Stimmt. Oh. In den Bandscheiben und ich habe diese Brille aufbekommen, wo du dann deine Fußspitzen siehst. Und weil ich drehe da drin durch. Und ich habe da 1000 Mal gedrückt. Ich habe gesagt, ihr müsst mich rausholen. Und ich war da nicht die komplette Zeit drin. Es hat glücklicherweise geklappt, dass ich eher raus durfte. Aber ich habe da 10 Minuten ausgehalten und 8 Minuten davon habe ich Panikattacken gehabt. Also ich bin in so einer Höhle wäre, ihr würdet mich wahrscheinlich nicht mehr lebend rauskriegen. Oder ihr müsstet mich irgendwie hier wie beim A-Team K.O. schlagen, wie hier den einen. Und irgendwie durch so ein Loch durchzerren. Ich frage mich, wenn da jemand stecken bleibt in so einem was und wirklich nicht mehr vor, nicht mehr zurückkommt, dann ist doch Feierabend, oder? Was machst du mit so jemandem dann? Nein, also ich sag mal, es ist ja so, in der Regel geht es das ja ganz normal. Also
wenn du irgendwo reingekommen bist, dann kommst du auch wieder raus. Ne? Du musst dir nur die richtige Verrenkung aber wieder du gehst ins ja Gedächtnis. Vorwärts rein und du kannst aber dann rückwärts nicht genauso raus, wie du reinkommst. Ja, schon. Also es ist ja so, dass man, sag ich mal, bei diesen Engstellen, diesen richtigen Engstellen, die du gerade so ein bisschen auch beschrieben hast, wir haben also in einer Höhle in Wuppertal haben wir also einen Versturz in der Mitte, da haben wir zwei Höhlen miteinander verbunden. Das hielt nicht und da haben wir ein Plastikrohr eingebaut. Und da die Höhle Engstellen hatte, hat dieses Plastikrohr einen Durchmesser von 400 Millimeter, also so. Ne? Da kommst du also nur mit Blutdruckänderungen durch, weißt du? Also du kannst gar nicht krabbeln, sondern du kannst nur so wabbeln, ja? Ne? Also man kommt schon da raus und man ist ja, und das ist ja einer der Grundsachen, das hört sich jetzt alles wilde an, einer der Grundsachen der Höhlenforschung ist natürlich, man geht natürlich nie alleine, ne? Ja, das habe ich mir, ja klar, das ist logisch. Ne? Wie beim Tauchen wahrscheinlich dann auch so, ne? Also ja, wobei es beim Höhlentauchen etwas anders ist, gerade bei uns hier im Mittelgebirge, wenn die Siphone sind glasklar, aber wenn man da reingeht, dann wühlt man den Schlamm auf, ne? Und weil es kein fließendes Wasser ist, ist es eher so stehendes Wasser bei uns. Hm. Und dann siehst du nichts mehr und das ist schon so, dass man da nur alleine taucht. Ne? Was praktisch ist, nehmen wir dieses Loch, wo man mit dem Kopf unterschräg rein muss. Und wie kommt man denn da praktisch dann wieder raus? Also geht man dann wirklich vorwärts nach oben? Weil ich stelle mir das Hochziehen auch sehr schwer dann vor, wenn also man rutscht und wieder runter. So, also wenn man jetzt ein extrem enges Loch hat, dann würde man nicht mit dem Kopf zuerst da reingehen. Ne? Mhm. Man würde erstmal prüfen, man würde erstmal mit den Füßen zuerst reingehen. Dann tastet man mit den Füßen, ob es hinten größer wird. Ne? Dann kann man sich nochmal drehen, dann hat man einen Kollegen dabei. Man macht vielleicht ein Seil um die Füße, ne, dass man einen wieder rausziehen kann oder so. Also wir sind jetzt keine Harakiri-Leute, die da irgendwie okay. Jetzt auf 100% Risiko gehen. Das ist schon alles kalkuliert. Ne? Mhm. Also das ist ja immer so, in der Regel, wenn irgendwo steht, Höhlenforscher verunglückt, dann sind es bei 90% der Leute sind irgendwelche Touristen und Höhlengeher und Jugendgruppen. Es ist mal ganz selten, natürlich passiert das auch, da will ich mich auch nicht von freisprechen, zum Beispiel die Geschichte im Riesending, in dieser ganz tiefen Schachthöhle. Man kann natürlich überall Pech haben im Leben, das ist so. Wie, wenn jetzt irgendwo tief unter der Erde ein Notfall ist, ihr habt sicher was dabei, erste Hilfe, klar, aber kann man kommunizieren? Funktionieren da irgendwelche Handys oder Funktelefone oder Satellitentelefone, was weiß ich, da funktioniert? Nee, also es gibt ja die sogenannte Höhlenrettung in verschiedenen Bundesländern organisiert. Und eigentlich gibt es bisher als beste Lösung im Prinzip das gute alte Feldtelefon der Bundeswehr, wo dann praktisch im Notfall ein Kabel ausgerollt wird und dann wie damals bei der Bundeswehr 1980 eben damit telefoniert wird. Ne? Mhm. Es gibt jetzt allerdings noch so ein Cave-Link, heißt das. Das ist so eine Möglichkeit, auch irgendwie mit so Richtdingern zu kommunizieren, das ist aber relativ neu. Lass uns mal zum Windloch kommen. Wenn ich eins finde, das ich benutzen darf, werde ich ein Bild einblenden von den Bäumen des Glücks, wie ihr sie genannt habt, oder wie du die genannt hast. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, die Bäume des Glücks ist eigentlich so der Höhepunkt der Forschungskarriere. Ne? Also wir hatten im Jahr 2019 im Prinzip das Windloch gefunden. Das war der absolute Hammer. Also wie gesagt, wir hatten dann im ersten Jahr, also ich muss dazu sagen, wenn man so Neuentdeckungen macht, dann ist das mit Ausnahme der Heilenbecker Höhle und dieses Windlochs, ist es immer so, du gräbst irgendwo, dann kommst du irgendwo rein, dann sind das 10, 20, vielleicht 50 Meter, dann musst du wieder Steine wegräumen, dann musst du tauchen, dann musst du wieder graben oder so und dann findest du vielleicht auch mal als Höhepunkt mal 100 Meter am Tag und das ist der Höhepunkt. Ne? Und bei diesem Windloch und auch bei der Heilenbecker, da war es so, wir haben diese Engstelle am Eingang aufgemacht und dann sind wir da drin und dann nimmt das Dingen kein Ende. Ne? Also das heißt, das Dingen war im Prinzip nach dem Eingang auf 8,5 Kilometer offen. Wir haben da nirgendwo irgendwas weggeräumt oder so. Ne? Das war einfach offen. Und jetzt ist es so, wir müssen also die Forschungen im Prinzip, ja, ich sag mal, einstellen, immer in der Winterzeit, wegen Fledermausschutz. Fledermäuse sind in fast allen Höhlen, zum Beispiel auch im Windloch, weil die kommen halt eben nicht nur durch große Eingänge, wo Menschen durchpassen, sondern auch durch winzige Spalten. Mhm. So, und jetzt hatten wir praktisch dann, 2019 aufgehört und dann hatte ich mir dann im Winter mal die Prostata rausnehmen lassen, ne? Und
hatte dann, ja, ne, hatte echt Glück. Ne? Das Ding war 85% voll Krebs und war aber, Halleluja, alles noch drin. Ne? Und haben die mir das da rausgenommen. Und dann hatte ich dann zu dem Arzt gesagt, es gibt zwei Sachen, die wir festschlagen müssen. Ne? Im April muss ich wieder Quad fahren und im Mai muss ich wieder ins Windloch. Und Halleluja, es hat wirklich auch so geklappt. Ich bin also jetzt schwer behindert und trotzdem im Windloch. Ne? Und kann ich dir sogar zeigen, ich habe sogar einen Ausweis. Und ja, und dann kommt diese erste Tour. Ne? Und ja, das sah jetzt gar nicht besonders aus. Es waren relativ enge Gänge. Und dann kommen wir in diese Halle rein und kommen da rein. Und dann stehen da diese riesigen Kristallbäume, wie ich sie so noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und wie gesagt, ich mache das jetzt seit 1979. Ne? Und auch nicht nur in Deutschland, sondern, wie ich gerade schon gesagt habe, Kambodscha, Laos, Syrien, Oman, etc. pp. Ne? Und das war der Hammer, ne? Dass ich sage, ja, jetzt weißt du, warum du jetzt nochmal in dieses Windloch musstest. Ne? Und das war natürlich dann der Kick und wir haben dann noch einen Kilometer draufgelegt dann oder anderthalb. Ne? Ja, und das war sensationell, sag ich mal. Also ich habe diese Kristalle gesehen in dieser ja, Galileo-Sendung. Ja. Auch ich werde hier, wie gesagt, Bilder, wenn ich Bilder finde, die ich verwenden darf, werde ich die einfügen. Schaut wirklich fantastisch aus. Wirklich fantastisch. Schaut auch sehr fragil aus. Ich denke, da darfst du bestimmt nicht rankommen oder was. Das wird bestimmt. Nee. Also das ist so, du siehst ja auch, wenn du dieses, also wir haben da so ein Video gemacht, so ein Werbe hier, so ein Trailer, wie das nur auf Neudeutsch heißt, der ist 4,5 Minuten lang, Kristallwunder Windloch heißt der. Mhm. Da siehst du das, unter diesen Dingern liegen auch überall abgebrochene Teile, weil das ist praktisch so, dass die Statik irgendwann zu Ende ist. Weißt du? Ne? Ja. Wenn du siehst, wie gerade bei der Hydra, also die Bäume des Glücks sind so 80 Zentimeter hoch und die Hydra ist ja nochmal 1,5 Meter Durchmesser, hat die. Und da liegen drunter schon viele abgebrochene Stücke, weil einfach irgendwo dann die Statik zu Ende ist. Ne? Ja. Aber für mich absolut faszinierend, solche Gebilde, ne, die eigentlich kein Mensch sieht, ne, und vermutlich die größten in Europa und wir finden die. Ne? Und die gibt es auch nirgendwo anders, jetzt mal, also nirgendwo. Doch, die gibt es schon, aber nicht in dieser Größe. Ne? Ja. Und dann in dieser Baumform, ne? Also ihr habt das ja gesehen, das sieht auch wirklich, was denkt sich die Natur dabei, so ein blödes Wahnsinn. Kristall aussehen zu lassen wie ein Baum. Ja? Das ist total merkwürdig. Ist das jetzt die größte, sind das jetzt die größten, sagen wir mal, Deutschland oder europaweit oder überhaupt, die gefunden werden? Nee, europaweit. Also die größten vermutlich europaweit, aber Aragonite halt. Ne? Also diese Eisenblüte. Es gibt ja verschiedene Kristalle. Ja. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, es sind die größten Kristalle überhaupt. Ja. Ne? Ah, okay. Also das sind jetzt diese Eisenblüte-Kristalle. Ne? Die sind schon, also ich sag mal, europaweit ist das schon ziemlich on top. Ne? Mhm. Weiß man, wie alt die sind? Die sind gar nicht so alt, ja. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass wir also mit anderen Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Die Uni Bochum hat sich die Finger danach geleckt. Wir haben also praktisch dann von den abgebrochenen Sachen was mitgenommen. Und die ganze Entstehungsgeschichte für diese Kristalle muss wohl neu geschrieben werden. Die haben ja jetzt heute Möglichkeit mit Rasterelektronenmikroskopen und so weiter. Und da arbeiten wir mit dem Professor Adrian Immhauser zusammen aus der Uni Bochum. Und die haben da richtig viele und richtig geile Sachen rausgefunden. Und das Spannende im Prinzip ist, dass die gar nicht so alt sind. 2000 Jahre oder so. Ne? Also das ist jetzt nicht so alt. Ne? Ja. Wenn man sieht, ne, unser Tropfstein heißt Millionär, weil er in einem Jahr 1 Millimeter wächst oder so. Wahnsinn. Ja. Du hattest vorhin Tauchen angesprochen, das interessiert mich noch. Muss bei euch jeder, der mitgeht, Taucher sein, tauchen können? Nein. Also wir... Also ganz im Gegenteil. Ich habe dann irgendwann einen Tauchschein gemacht, weil ich irgendwann in einer Höhle einen Siphon durchtauchen wollte. Mhm. Den habe ich dann nach dem Tauchschein durchtaucht und es war nichts dahinter. Das fand ich jetzt scheiße. Aber es kann ja vielleicht auch mal sein, dass du vielleicht in der Höhle nur weiterkommst, vielleicht in einen großen Gang, nur wenn du vielleicht dahin tauchst. Deswegen richtig, genau. Deshalb hatte ich ja zum Beispiel einen Tauchschein gemacht. Mhm. Also es ist so, der echte Höhlenforscher zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht begeisterter Taucher ist, begeisterter Kletterer, begeisterter Einseiltechniker, sondern für mich sind das Mittel zum Zweck. Das sind ganz einfache Vehikel. Ja? Für mich ist die Höhlenforschung das zentrale Thema, ne? Und das Tauchen gehört dazu, wenn es denn sein muss. Aber wir haben auch super geile Taucher im Verein. Ne? Das muss man auch sagen. Ist ja auch sehr gefährlich. Entschuldigung. Alles gut. Ist ja auch sehr gefährlich, in der Höhle zu tauchen.
Wie hast du ja vorhin schon angesprochen, wenn der Schlamm aufgewirbelt wird, die Orientierung verlierst. Also das stelle ich mir schon Also rein statistisch ist das Höhlentauchen mit Sicherheit das Gefährlichste, was du unter der Erde machen kannst. Ne? Mhm. Weil das Problem ist, du hast zwar zwei redundante Systeme, das heißt also, du hast alles doppelt, Lungenautomat, Flaschen, Finimeter, alles doppelt, aber du kannst halt nicht auftauchen, ne? Mhm. Wenn irgendwas ist. Ne? Weil über dir im Prinzip dann ja eine Decke ist. Ne? Mhm. Ja, das wäre gerade meine Frage gewesen, ob jeder, sage ich mal, einen Tauchschein machen kann und dann sagt, ja, ich möchte gerne mit und darf dann auch direkt in Höhlen tauchen, oder ist es ein spezieller? Muss man schon speziell. Das ist schon eine ganz andere. Das hat nichts mit Open, das ist ja, muss ja heute alles Englisch heißen, mit Open Water Diving zu tun. Das ist schon, Cave Diving ist schon eine ganz andere Nummer und wir haben also einen sehr guten Höhlentaucher, der hat Nerven wie Drahtseile, ne? Denn das, was du gerade beschrieben hast für Überwasser, das macht der unter Wasser. Ne? Ja. bei Nullsicht, ne? Also da musst du schon sehr wenig emotional sein, ne, um sowas machen zu können. Ja. Also ich habe absolut Respekt vor jedem von euch, der was auch immer er tut. Ich würde ja nicht mal in die Höhle reinkriechen, habe ich ja schon gesagt. Also keine 10 Pferde würden mich da reinkriegen. Also wenn hier Atomkrieg ausbricht, ich müsste den Kopf über rein. Gut. Macht ruhig den Deckel zu. Alles gut. Hättest du am Ende ja vermutlich auch noch die besseren Karten, ne? Wir würden langsam sterben und du schnell, ne? Ja, ihr habt vielleicht aber noch den schöneren Ausblick dann da unten. Ich habe ja gesehen, es gibt ja wahnsinnig hohe und schöne Höhlen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was es für Höhlen gibt. Also optisch wirklich sehr. Ja, das ist, also man spricht ja auch von dem unterirdischen Kontinent. Ne? Das ist also eine komplett andere Welt. Ja, und man kann davon ausgehen, dass die Masse der Höhlen noch nicht entdeckt worden ist. Also zumindest diese Höhlen, die wir hier haben, das sind ja keine Flusshöhlen. Also nicht so wie die Falkensteiner Höhle in der Schwäbischen Alb, wo jetzt so ein Bach durchfließt, sondern das sind Höhlen, die im Prinzip im Stillwasserbereich durch chemische Auflösung des Gesteins entstanden sind und dann Grundwasser spiegelt. Die brauchen keinen Ein- und Ausgang. Und deshalb sind die meisten Höhlen, werden entweder durch Baumaßnahmen oder durch Höhlenforscher entdeckt. Die haben gar keinen natürlichen Eingang. Ja. Und das zeigt natürlich, dass das Potenzial nach oben noch endlos ist. Ne? Weil es gibt bis heute keine Möglichkeit, Höhlen zu orten. Das heißt, das macht uns eigentlich so ein bisschen stolz. Eigentlich haben wir dafür auch viele kaputte Samstage, weil wir an vielen Stellen graben, wo es dann nicht weitergeht. Ne? Ja. Aber es macht uns natürlich in gewisser Weise auch unabkömmlich für diese ganze Geschichte. Ja. Kann es denn vorkommen, dass man manchmal mehrere Tage am Stück in einer Höhle bleiben muss, aus irgendeinem Grund? Ja. Also wenn die Höhle ab einer gewissen Länge, geht das nicht mehr anders. Ne? Also wenn dann der Anmarschweg und der Rückweg mehr als 6-7 Stunden dauern, ja, dann musst du irgendwann bivakieren in der Höhle, weil sonst bist du nur noch mit Hin- und Herlaufen beschäftigt. Ja? Du musst dann ja auch noch arbeiten da. Ne? Ja. Also das heißt, das hört sich jetzt immer toll an, oh, so 8 Kilometer vermessen, aber vermessen, 8 Kilometer entdeckt, aber entdeckt gilt unter Höhlenforschern nur als entdeckt, wenn es auch vermessen ist. Ne? Also jeder, der in so einem Verein war, der kennt das. Ne? Beim Super-Event kommen alle, ne? Und bei den Arbeitseinsätzen hat jeder einen wichtigen Termin. Ne? Ne? Kenne ich hier aus unserem Verein auch so. Ne? Das ist so. Ne? Und um das zu verhindern, heißt eigentlich bei uns nur mit Bandmaß ins Neuland. Ja. Das heißt, ihr habt dann wirklich Proviant immer dabei? Also Essen, Trinken, so was man braucht? Weil, ja, oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, also manche haben natürlich dann einen ganzen Schliefsack voll Fressalien dabei. Also ich denke, man kann auch mal 10 Stunden nichts essen, nichts trinken. Ne? Also das ist total lächerlich. Ne? Also Essen und Trinken wird total überbewertet. Ne? Wir sind einfach in so einer Konsumgesellschaft, wo sofort Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Ich habe Durst, ich muss jetzt trinken. Nein. Also ich meine, ich bin schon alter Opa und ich kann trotzdem 8-9 Stunden nichts trinken, ja, und essen sowieso nicht, ja. Und tut mir vielleicht ganz gut, ne? Ja. Mit dem Essen zumindest. Mit dem Essen, das, ja, tut mehrere. Aber, um die Sachen noch rund zu machen, wir lassen auch nichts liegen, weil ihr könnt euch vorstellen, in so einer Höhle, wenn du da jetzt in die Ecke pinkelst, das stinkt also monatelang, ne, weil es ja keinen Vergang gibt in dem Sinne. Ne?
Und deshalb hat jeder von uns so eine Weitheitsflasche mit. Ne? Ach. Den sogenannten Sleep Extender. Ja, genau. Also da kann man dann reinpinkeln. Ne? Oder größeres. In die Flasche, wenn du größer musst. Ja. Ja, eine Weitheitsflasche, ne? Ja, okay. Also du kennst die, die liegt da unten bei dir am Tisch. Genau. Habt ihr offensichtlich schon benutzt. Ja. Jetzt bist du ja auch im Ausland in Höhlen unterwegs gewesen. Ja. Gibt es da so eine Lieblingshöhle? Ich habe gesehen, ich habe mir die Mammoth Cave in Kentucky angeguckt. Leider nur online. Ja, leider. Das ist extrem. Ja. Also man muss sagen, die Amerikaner müssen immer übertreiben. Ne? Die Mammoth Cave ist die größte Höhle der Welt. Ne? Mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 600 noch was Kilometer Ganglänge. Ne? Die zweitlängste Höhle ist auch in Amerika, aber die hat nur 200 Kilometer Ganglänge. Ne? Also es ist irre. Ich war auch schon mal in der Mammoth Cave. Das ist schon der absolute Hammer. Ne? Aber eben gigantomanisch, wie die Amerikaner halt so sind. Ne? Ja. Am liebsten habe ich Höhlen direkt, die man... Also man hat natürlich eine besondere Beziehung zu Höhlen, die man selbst entdeckt hat. Das sind so deine Babys, weißt du? Mhm. Da passt du drauf auf. Und je weiter man weg ist oder wenn man nur so zu Besuch in der Höhle ist, mal bei anderen Höhlenforschern, ist ganz nett. Aber mich juckt es eigentlich immer, bei mir zu Hause was zu machen. Ne? Und wenn ich jetzt auf Expedition gehe und finde natürlich eine geile Höhle, dann ist das natürlich auch. Wir haben also in Syrien, haben wir bei Raqqa einen unterirdischen Fluss in der Wüste gefunden. Und wow. Die Höhle war 7 Kilometer lang, eine riesen Gipshöhle mit teilweise Räumen von bis zu 40 Meter Breite, also 40 Meter Spannweite, gigantisch. Ne? Aber es ist halt, es ist toll, ne? Aber es ist halt, ja, nicht bei uns. Ne? Also ich sag mal, bei uns haben Höhlen immer noch so eine besondere Vernetzung, weil da ist noch was drüber. Weißt du, wenn du hier bei uns eine Höhle findest, dann ist ja auch das Spannende, wo läuft die hin? Unter welches Haus zieht die? Ne? Welche Straße? Ne? Welche Grundstücke sind davon betroffen? Ne? In der Wüste ist das auch toll, aber eigentlich interessiert keinen, wo die Höhle hingeht. Ne? Wir haben sie auch vermessen, ist über 7 Kilometer lang, ist die größte Gipshöhle des Vorderen Orients geworden, die Kata Magara. Magara heißt auf Arabisch Höhle. Ne? Und wir sind also, ich glaube, 7 Jahre lang in Folge immer nach Raqqa gefahren, um diese Höhle zu erforschen dort und die benachbarten. Und irgendwann wurde das dann aber knifflig mit Geheimdienst und dann haben die uns mal unsere Unterlagen abgenommen, obwohl wir Forschungsgenehmigung hatten, weil das ist natürlich in diesen Ländern, also das Militär hat eigentlich nichts zu sagen. Wenn dann Leute im Nadelstreifen mit Kalaschnikows kommen, die haben dann was zu sagen. Oha, okay. Dann die Geheimpolizei beziehungsweise irgendwelche Politprominenz. Und wir waren natürlich, wie du dir denken kannst, vor dem ISIS in Raqqa. Ne? Ja, vermutlich, ja. Und dann waren wir in Kambodscha, da haben wir auch ein total abgefahrenes Ding entdeckt. Und zwar, ich sag mal, Höhlen spielen ja für die Menschen eine total wichtige Rolle. Also unsere Kultur ist in Höhlen entstanden, die ersten Kunstwerke sind in Höhlen entstanden, Höhlen haben Schutz geboten. Ne? Also Menschen wären eigentlich nichts ohne Höhle. Ne? Also stell dir vor, ich weiß nicht, ob du schon mal so gegoogelt hast, diese Steinzeitkunst, ne? Die ist 40.000 Jahre alt und ich könnte heute nicht so malen. Ne? Und ich glaube, ganz viele könnten heute nicht so malen. Ne? Wirklich auch mit Bewegung drin und sowas beim Schein der Fackel, dass die Viecher anfangen zu laufen und so, das ist total irre. Und Höhlen haben also den Menschen auch inspiriert, offensichtlich. Ne? Als Kultort sowieso. Und da ist es halt so, bei uns ist Höhle eher negativ besetzt. Ne? Also ja. Teufel, Fledermäuse. Es gibt bei uns im Bergischen Land und im Sauerland Unmengen von Hülllöchern, also Höllenlöchern oder Teufelslöchern. Mhm. In Arabien ist das ähnlich. Da wohnen also Dschins in den Höhlen. Also Dschins sind böse Geister. Ne? Mhm. Aber in Südostasien ist das so, dass Höhle positiv belegt ist. Also die Fledermaus ist zum Beispiel ein Glücksbringer. Hier ja das Zeichen von Dracula so ein bisschen, da hinten der Glücksbringer. Und Tropfsteine sind praktisch ist praktisch das Lingam, ich würde es jetzt mal platt aussagen, der Penis von Shiva. Ne? Ja. Also diese Stalagmiten halt. Ne? Mhm. Und da haben wir also wirklich, da war eine Höhle, da war der Eingang eingestürzt, da ging es nur noch durch so einen Schacht runter, ich habe mich da abgeseilt.
Und in den Tropen wächst Tropfstein extrem schnell. Das hat damit zu tun, je wärmer es ist, je mehr Kalk kann gelöst werden, je mehr Kalk wird auch abgelagert. Und jetzt ist ja nun Kambodscha auch relativ warm. Und ich bin dann runter und ich denke, komisch, der Bodentropfstein, der sieht aus wie so eine Treppe. Das war wirklich wie in so einem schummeligen Indiana-Jones-Film. Ne? So, und dann komme ich um so eine Ecke rum und sehe dann in so einen Raum und da steht so ein Tempel, der komplett mit Tropfstein überzogen ist. Total dagegen. Wahnsinn. Ne? Also das ist wirklich wie in so einem schummeligen Indiana-Jones-Film, nur dass es live war. Ne? Ja, und dann ist wirklich in diesem Tropfstein. Und warum war dieser Tempel so überzuckert? Weil die den Tempel um einen Stalagmiten gebaut hatten. Ne? Und dieses Fruchtbarkeitssymbol von Shiva. Wir haben dann da Keramik gefunden und das waren dann also wirklich, wir haben dann ja auch mit der Regierung da zusammengearbeitet. Du fährst ja nicht nach Kambodscha und kannst da so einfach in Höhlen gehen. Wir haben das im Auftrag der Bundesregierung gemacht damals. Und das war also eine Tempelanlage aus dem 5. Jahrhundert, ne? Die total unbekannt war. Krass. Es war zwar keine Neuentdeckung, logisch, aber eine Wiederentdeckung. Ne? Auch mal nicht schlecht. Ja, sowas vor allem einfach mal zu sehen, zu erleben, das kann man ja auch nicht alltäglich nennen. Wahnsinn. Nee, das, mein Leben ist nicht alltäglich. Ja, genauso hört es nämlich an. Ist ja auch schön. Langweilig wird es dir nicht. Nee, definitiv nicht. Zum Abschluss noch, wir sind schon fast am Ende. Wie sieht es für dich jetzt in der Zukunft aus? Du sagst, im Winter hast du meistens dann so eine Pause, musst du einlegen wegen den Fledermäusen, wegen Fledermausschutz. Fährst du dann einfach woanders hin, wo du gucken kannst, nach Höhlen oder? Nee, also wir haben ja andere Projekte, also nicht jede Höhle ist natürlich Fledermausquartier. Wir haben praktisch jetzt einen Zwischenstopp gemacht und zwar in Wuppertal, mitten in der Stadt, also sozusagen Höhlenforschung im Großstadtdschungel, ne? Da gibt es die Frettlerhöhle, die haben wir, da gibt es eine Zeitungsannonce von 1923, da wird die kurz beschrieben, 23 Meter lang und da sind wir seit 1986 sind wir da dran, an diese Höhle zu kommen. Die liegt in so einem Hinterhof, so ein bisschen bronzmäßig, ne? Durch so einen Löwen kommt man da nur hin und ganz hinten versteckt an der Hauswand, zwischen Fels und Hauswand, da ist dieser Höhleneingang. Und der alte Besitzer wollte halt nie, dass wir da reingingen. Und wir haben da jahrzehntelang gekämpft, aber wenn der Besitzer Nein sagt, dann ist es halt so. Ne? Ja. So, jetzt hat der Besitzer gewechselt und wir haben dann nach 3-monatigen Verhandlungen dann das Begehungsrecht gekriegt oder das Forschungsrecht und haben die Tür aufgemacht und das Loch war bis zur Decke mit Müll vollgestapelt. Boah. Und dann haben wir jetzt, und da sind wir jetzt die letzten Wochen seit Oktober dran, zumindest ein Teil des Vereins. Weil das ist auch wieder so eine typische Sache, ne? Die Superhöhlenforscher, die kommen dann eher nicht, ne? Aber wir nehmen halt alle mit und wir haben auch viele Leute, die dann da drin aufgehen. Wir haben, glaube ich, jetzt bisher 70 Kubikmeter Müll aus dieser Höhle geholt, ne? Und als Höhepunkt haben wir dann Gallonen gefunden, gefüllt mit Säure, weil jetzt wussten wir auch, warum der damalige Besitzer uns da nicht reinlassen wollte. Das waren also Rückstände einer Galvanikfabrik. Ne? Da waren also mehrere hundert Liter Chromat, Kupfersäure, Salzsäure in Glasgallonen. Ne? Und das ist ganz interessant. In den 60er Jahren war das die übliche Transportgebinde-Sache. Ja. Das waren also Glasgallonen, da war so ein Eisenkorb drum und dazwischen war Stroh. So haben die diese total giftigen Sachen transportiert in den 60er Jahren. Ne? Oh. So, und da haben wir jetzt, und ich bin immer ein Freund davon, dass man Win-Win-Situationen macht. Ne? Also nie irgendwie, Deutschland leidet ja so ein bisschen daran, dass alle sich gegeneinander immer alle an die Gurgel wollen. Ne? Und wenn man die Leute mit ins Boot nimmt, dann funktioniert sowas. Ne? Und wir haben dann das alles auf eigene Kosten entsorgt, bis auf diese Salzsäure-Gallonen und diese Kupfersäure-Gallonen. Und dann habe ich dann diese Firma, die gab es also noch, habe ich dann angesprochen, aber die war ausgezorst worden in so einem Industrie. Wir hätten jetzt ein kleines Problem und wir hätten so ein paar hundert Liter Säure und Sie wüssten ja, Sie hätten da damals eine Galvanik gehabt und wir könnten jetzt mit diesen paar hundert Litern Säure nicht zu so einem Schadstoffmobil gehen. Das würde sicherlich irgendwie Probleme sein. Dann habe ich Ihnen den Brief geschrieben, ganz nett, und dann kam am Montag ein Anruf hier und dann hat er gesagt, nein, Herr Vogt, ich habe 3 Tage lang nicht geschlafen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich sage,
nehmen Sie die Scheiße da raus und alles ist gut. Ich habe mit der Stadt gesprochen und ich sage, komm, wir fahren das unterm Radar, ne? Gibt keine Anzeige und sowas, sondern wir sehen zu, dass wir das, ja, dass wir das nicht problemorientiert machen, sondern lösungsorientiert. Ja, und vorgestern ist der ganze Scheiß da rausgekommen. Ach, Gott sei Dank. Ja, Halleluja, ja. Wer jetzt mehr über dich erfahren möchte oder über die Arbeit, die ihr so tut, der kann natürlich auf YouTube gucken, da findet er dich, da gibt es ganz viel von dir, habe ich gesehen. Und auf der Seite Arbeitskreis Kluterhöhle. Genau. .ev. War Arbeitskreis Kluterhöhle eben, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, Höhlenforschung ist ja keine One-Man-Show, ne, sondern es ist immer eine Gemeinschaftsaktion. Ne? Mhm. Deshalb auch wichtig und wir sind offen für jeden. Und wir ziehen auch unser Forschungsprogramm durch. Ne? Grundgesetz, Artikel 5, die Forschung ist frei. Wir haben also keinen Samstag ausgesetzt mit Höhlenforschung. Ne? Ja. Das können andere machen. Ne? Wir forschen weiter. Cool. Arbeitskreis Kluterhöhle e.V. Ich werde das alles noch verlinken oder wir werden das alles noch verlinken, ja. Alles Nötige. Kann jeder gucken, wenn er dann Lust hat, kann er dann auch euch, mit euch in Kontakt treten bei Bedarf. Gerne. Es war sehr spannend, sehr interessant. Ja, voll. Wirklich, sehr interessant. Du bleibst bitte noch 2 Minuten dran. Ja. Für die Zuhörer und für die Zuschauer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Glück auf.